So, wie versprochen testen wir für euch heute die Blitztürme von Lästigfeuerwerk. Ne? Schöne Verpackung, in Klasse 1 eingestuft. Und die haben eine NEC von ca. 8 Gramm, also auf 4 Stück verteilt. Hier ist nochmal die CE und die BAM-Nummer. Und hier sind die eingestuft als Blitztabletten, das sind aber Stäbe. Ja. Viel kann man dazu eigentlich jetzt nicht sagen. Kommen wir mal raus. So. So sehen die nochmal aus, die schönen Dingerchen. Fokus will ich, mache ich das hier. So, hier steht auch nochmal alles drauf. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der. So, da es noch gerade ein bisschen zu hell ist, warten wir noch mal ein bisschen, 10 Minuten. Also es wird ein bisschen vorgespult und wir haben genau 18.24 Uhr. So, bis gleich, Pyros. So, Zeitreifer kurz beendet. Ich wollte euch mal einen Kommentar vorlesen. Also es hat mich wirklich gefreut. Solche Kommentare freuen mich immer riesig. Ich lese das mal jetzt mal vor. Total geniales Sortiment. Und das mit der Camel Silver Fountain war doch zum Schluss richtig. Ist ja schließlich eine Bohnenfontäne. Aber man hat den Effekt ja sehen können. Aber ich bin auch voll begeistert von den letzten beiden Fontänen. Die haben ja mal richtig Pfeffer dahinter. Und was ich auch noch schreiben möchte, ihr Bein ergänzt euch gut. Dann noch Pyrohunde. Und es ist perfekt, so soll es sein. Deshalb auch auf jeden Fall den Daumen nach oben. Richtig geiles Kommentar, richtig fett. So, und weiter geht's. Noch ein bisschen warten, noch ein paar Minütchen. So, wir haben jetzt 18.36 Uhr. Ich habe das alles schon vorbereitet. Dann kommt mal mit. Ganz vorsichtig hier. So. Boah, hier unter mir ist Wasser. Ups. Ich muss jetzt einfach hier rüber. Meine Hand ist das ein bisschen schlimm. Na gut, bin ich ja schon mal hier unten. So, ich habe das schon mal vorbereitet hier alles. Hier steht eine, da steht eine und da, die werde ich alle versuchen gleichzeitig zu zünden. Und eine steht hier im Dunkeln. Die zünden wir erstmal einzeln. Dann starten wir jetzt einfach mal.
Ach, geht noch weiter. Okay. Boah. Ja, das war doch schon mal gut. Na, also hier unter noch so, das ist schon ziemlich schön. So. Mal hier hoch. Und der in der Mitte hat am längsten gebrannt. So. Also, das Fazit zu dem Artikel, das ist relativ schön. Das muss man, für Klasse 1 muss man das wirklich schon lassen. Und dann auch als Turm, sage ich mal. Ne? Also nicht, wie man die normal kennt, so als Tabletten oder Presslinge, sondern wie so Wunderkerzen oder so kleine Bengalfackeln. Ist das wirklich schon ein verdammt geiler Artikel. So, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Wochenanfang, Pyros. Bis zum nächsten Mal.